Drachen sind wirklich erstaunliche Wesen. Innerhalb der 7 Klassen findet man Drachen in allen Größen, Formen und Farben. Die Spezies Nachtschatten gehört zur Angriffsklasse der Drachen, uns bekannt durch Higgs Freund ohne Zahn. Sie sind 8 Meter lang, haben eine Flügelspannweite von 14 Metern und wiegen 805 Kilo, was dem Gewicht von 14 Schafen entspricht. Sie beherrschen Sturzflugangriffe und fliegen schneller als der Schall. Sie feuern hochexplosive Ladungen ab, was diese Spezies extrem gefährlich macht. Aber hat man erstmal ihr Vertrauen, sind Nachtschatten eher riesige geflügelte Kätzchen als fliegende Albträume. Der hinterhältige, riesenhafte Albtraum ist ein Drache der Chaosklasse. Er erreicht eine Spannweite von 21 und eine Länge von 18,5 Metern. Seine 2250 Kilo entsprechen 40 Schafen. Sein Feuer besteht aus Kerosingel, das ein guter Treibstoff ist. Mürrisch und ungeduldig wie er ist, steckt Rotzbackes Drache Hakenzahn lieber erstmal alles in Flammen und schaltet danach den Kopf ein. Ganz wie sein Reiter. In die Enge getrieben, hüllt sich der riesenhafte Albtraum komplett in Flammen. Einer der kleinsten bekannten Drachen ist der schreckliche Schrecken. Er gehört zur Chaosklasse. Seine Spannweite und Länge von 1,80 Meter machen ihn zum Winzling unter den Drachen. Mit nur 9 Kilo wiegt er weniger als das Bein eines Schafes. Wenn man ihn ärgert, speit er mit seinem kleinen Körper eine erstaunlich große Flamme. Dieser Drache frisst und fliegt im Schwarm, ähnlich wie Tauben. Wenn die schrecklichen Schrecken sich versammeln, fangen sie oft an zu singen. Das Zwitschern, Kreischen und Krächzen hat schon manchen Wikinger bis zum Morgen wach gehalten. Humpelnde Grunzer sind die neueste Spezies der Chaosklasse. Die durchschnittliche Spannweite beträgt 19 Meter und die Länge in der Regel 17 Meter. Humpelnde Grunzer wiegen normalerweise 2000 Kilo oder 36 Schafe. Man nimmt an, dass der Kamm auf ihrem Kopf selbst leichte Schwankungen von Temperatur und Luftdruck wahrnimmt. Und sogar Gemütsschwankungen bei Menschen und Drachen. Damit gehören sie zu den sensibelsten aller Drachen. Humpelnde Grunzer werden als Glücksdrachen angesehen, da sie bestimmte Sachen, gute und schlechte, einen Sekundenbruchteil früher wahrnehmen, als sie geschehen und ihre Hautfarbe sich entsprechend ihrer Laune ändert. Der tödliche Nadder gehört zur Aufspürerklasse. Im Durchschnitt hat er eine Spannweite von 13 Metern und eine Länge von 9 Metern. Nadder wiegen geschätzte 1200 Kilo oder 21 Schafe. Sie speien Magnesiumfeuer. Tödliche Nadder wie Astrids geliebte Sturmpfeil können ohne Vorwarnung von Kopf bis Fuß hunderte spitzer Stacheln aufstellen und sie mit unglaublicher Treffsicherheit schleudern. Sie haben einen bemerkenswerten Geruchssinn, der noch nicht annähernd erforscht ist. Doch man weiß, dass sie einen Spion der Berserker aus 30 Metern Entfernung erschnüffeln konnten. Grollhörner wie Hautraufs Schädelbrecher sind die Bluthunde unter den Drachen und gehören zur Aufspürerklasse. Sie haben eine Länge von 3,5 Metern und eine Spannweite von 9 Metern. Sie wiegen rund 500 Kilo oder 9 Schafe. Ihre Langstreckenfeuergeschosse explodieren beim Einschlag. Sie können Dinge kilometerweit aufspüren, selbst mit der schwachen Fährte eines gefundenen Helms. Im Kampf benutzt das Grollhorn seinen nashornähnlichen Kopf auch als Rambock. Der eulenähnliche Sturmbrecher gehört zur Pfeilklasse und hat eine Spannweite von 14,5 Metern in der Diagonale. Er wiegt 1100 Kilo oder 20 Schafe. Er erzeugt einen anhaltenden, lodernden Flammenring. Sturmbrecher sind bekannt für ihr verstecktes zweites Paar Flügel, was sie zu hervorragenden Fliegern macht. Sturmbrecher sind stolze und selbstsichere Drachen, so wie Walkers Freund Wolkenspringer. Zur Pfeilklasse gehören auch die Krallenkrabbler, die wir in ihrer Kleinkindphase entdeckt haben. Als Babys haben sie eine Spannweite von 6 Metern und wiegen 275 Kilo oder 5 Schafe.
In diesem Alter lassen sie sich nicht vom Alpha kontrollieren. Krallenkrabbler sind wild und hyperaktiv und deshalb beim Fliegen verdammt schwer zu lenken. Aber sie sind trotzdem niedlich. Der Holzklau gehört zur Pfeilklasse. Seine stille Gelassenheit macht ihn sehr empfindsam. Seine Spannweite beträgt 27 Meter und er wiegt 400 Kilo oder 7 Schafe. Anders als die meisten Drachen erzeugt er einige Tropfen eines auf Öl basierenden Feuers, das er benutzt, um sein gesammeltes Holz anzuzünden. Holzklauflügel sind rasiermesserscharf und können sich durch dichte Wälder schneiden. Ein Holzklau kann seine langen Flügel wie ein Zelt um den müden Reiter falten. Der Regenschneider gehört zu den Pfeilklasse-Drachen. Der durchschnittliche Regenschneider ist 15 Meter lang, hat eine Spannweite von 18 Metern und wiegt 950 Kilo oder 17 Schafe. Sein langer Hals ermöglicht ihm, den Kopf nach unten zu strecken und feuchte Erde mit wimmelnden Würmern und Maden aufzunehmen. Dieser Drache jagt sein Futter am liebsten bei stürmischem Wetter und genießt es sogar. Regenschneider teilen eine Abneigung gegen Sonne und schön Wetter, denn das bedeutet, die Fütterungszeit ist vorbei. Der zweiköpfige wahnsinnige Zipper gehört zur Phantomklasse. Seine Flügel erstrecken sich auf 11,5 Meter und er ist im Durchschnitt 20 Meter lang. Ein Zipper wiegt 48 Schafe oder 2700 Kilo. Seine beiden Köpfe geben ihm eine Waffe, die sich von allen anderen Drachen unterscheidet. Der rechte Kopf versprüht ein grünes, entflammbares Gas und der linke entzündet es mit den elektrischen Funken aus seinem Maul. Die Folge ist eine tödliche Explosion. Kotz und Wirk sind nicht immer einer Meinung, so wie Raffnus und Taffnus. Im Kampf haben Zipper die Fähigkeit, sich durch einen Biss in den eigenen Schwanz selbst in Brand zu stecken, sich wie ein flammendes Rad zu formen und die Gegner wie Kegel umzuwerfen. Der Gronkel ist der typischste Vertreter der Wackersteinklasse. Meine Freundin Fleischklops hat eine süße kurze Spannweite von 5,5 Metern und einen noch kürzeren Körper von 4,25 Meter. Gronkel sind ziemlich schwer für ihre Form. Sie wiegen 2600 Kilo oder 46 Schafe. Sie speien flammende Lavabrocken auf ihre Feinde. Gronkelflügel schlagen sehr schnell und bieten dadurch hohe Kontrolle. Gronkel können rückwärts, seitwärts und sogar auf der Stelle fliegen. Und zwar für eine lange Zeit. Wenn Gronkel mehr als ein Gestein gleichzeitig fressen, können sie eine völlig neue Substanz in Lavaform ausspucken. Eine andere, aber mit dem Gronkel verwandte Spezies der Wackersteinklasse ist der Flammenrübser. Wie der Gronkel hat er eine Spannweite von 5,5 Meter und ist 4,25 Meter lang. Er wiegt 46 Schafe oder 2600 Kilo. Er speit Lavakugeln aus geschmolzenem Mineral. Während Gronkel Felsen lieben, bevorzugt der Flammenrübser Eisenerz. Das macht Muffel zum perfekten Drachen für Grobians Schmiedewerkstatt. Der Reißzahn ist der aktivste Drache der Wackersteinklasse. Er hat eine Spannweite von 12 Metern und ist 9 Meter lang. Er wiegt so viel wie 22 Schafe, das sind fast 1300 Kilo. Sein helles Feuer ist perfekt, um einen Raum zu beleuchten. Mit seinen diamantscharfen Zähnen nagt der Reißzahn liebend gern an Geoden, wie Hunde an ihren Knochen. Wenn die Zähne des Reißzahns fleißig an der Geode knabbern, bleibt manchmal etwas Interessantes zurück. Kristallscherben. Donnertrommler ist ein sturer, schwieriger Meeresdrache und gehört zur Gezeitenklasse. Im Durchschnitt beträgt seine Spannweite 14,5 und die Länge 21 Meter. Er wiegt so viel wie 7 Schafe oder 400 Kilo. Statt Feuer erzeugt der Donnertrommler einen lauten, schrillen Ton, mit dem er Menschen aus kurzer Entfernung ausschalten kann. Mit seinem großen Maul kann der Donnertrommler ganze Fischschwärme direkt aus dem Wasser fischen, wie ein Pelikan oder großer Wal.
Wenn der Donnertrommler nicht gerade anschwillt, um zu schreien, kann er sich sehr flach machen, indem er den Sauerstoff aus seinen riesigen Lungen stößt. So kann er ins Wasser tauchen und schwimmen. Der majestätische, große Überwilde gehört zur Gezeitenklasse, ein Klasse 10 Leviathan. Er hat eine Spannweite von 46 Metern und wiegt 9 Tonnen, kolossale 150 Schafe. Er ist 46 Meter hoch und anders als andere Drachen erzeugt der große Überwilde Eisböen, die beim Auftreffen gefrieren. Man kann damit aber auch einen Unterschlupf für seine Familie herstellen. Ein geborener Alpha, der unsichtbar mit Drachen kommunizieren kann und ihnen seinen Willen aufzwingt. Der Schrecken der Meere ist der Tiefseetaucher der Gezeitenklasse. Die Spannweite beträgt 15 Meter und die Länge 16. Der Schrecken der Meere wiegt 1000 Kilo oder 18 Schafe. Die mächtigen Klingen auf seinem Rücken schneiden mit Leichtigkeit durch die eisige Oberfläche des Ozeans. Schrecken der Meere können Sonarimpulse aussenden und reisen in Gruppen oder Schulen, wie Fische oder Delfine.